So, da sind wir dann auch schon wieder. Okay, wir müssen mit ihm reden, mit dem guten Wachs. Finde Wachs. Hey, passt auf! Ihr steht mir im Licht. Die Beleuchtung ist wichtig, um die Dringlichkeit darzustellen. Schön mitkommen, Kamerakind. Mit euch? Nein. Ihr seid von der Republik, oder? Ihr seid hier, um mich für mein edles Werk zu töten. Tja, ihr werdet keinen Erfolg haben. Ich gebe auf keinen Fall meine Aufnahmen des ruhmreichen Aufstands heraus. Lamalla mag die Kriegstreiberei der Republik verschleiern, aber ich nicht. Ich gehöre nun zu den Separatisten. Naja. Habt ihr die Aufnahmen noch? Natürlich. Darum ging es doch die ganze Zeit. Ich habe diese Holos neu bearbeitet, sodass sie die Notlage der Separatisten und ihrer Familien zeigen. Geht zu Lamalla zurück und sagt ihr, dass sie sich einen anderen Narren suchen kann, der ihre Arbeit erledigt. Ich habe das Licht gesehen. Gebt mir jetzt diese Holodisks, oder ich werde dafür sorgen, dass ihr sie mir gebt. Was? Ich bin unbewaffnet. Ich bin nur ein Journalist. Also gut, ihr könnt die Holodisks haben. Es gibt da nur ein kleines Problem. Die Propagandaoffiziere der Separatisten haben sie bereits. Wenn ihr die Disks haben wollt, holt sie euch, bevor sie sie verteilen, sodass sie alle ansehen können. Na toll. Jetzt auch noch mit Mini-Goebbels auseinandersetzen. Propagandaoffiziere. Hier sein. Aktueller Aufenthaltsort, Separatisten, Propagandaoffiziere. Ah, da ist der erste Goebbels. Ziemlich stark bewaffnet für einen Propagandaoffizier. Hätte ich mir eher schmal und so wie Tarkin aus Star Wars Episode 4 vorgestellt. Separatisten. Kann ich mich hier irgendwo decken? Ah. Bin ich zu weit weg? Ah, da ist ja Paul. Geht, wir waren schon 150 Punkte auf Hell, die müssen wir jetzt alle negieren. Also Berufe werden wir übrigens hacken, plündern und Diplomatie nehmen. Bleibt zurück, republikanischer Abschaum! Bleibt zurück oder ich schieße. Zeig mir, wo Paul ist oder du bist tot. Ich kenne keinen, der so heißt. Ich heiße Knochenbrecher und meine Leute würden mir in den Tod folgen. Wir machen Kleinholz aus republikanischen Kriechern wie euch. Also bleibt zurück oder wir machen ernst. Der klingt irgendwie schwul. Das ist lustig. Du siehst genauso aus, wie deine Mutter dich beschrieben hat. Haltet die Klappe! Haltet die Klappe! Ich werde euch töten. Töten! Ich reiße euch in... Ah, nein. Genug. Schluss mit dem Töten und dem Blutvergießen. Bitte, es tut mir leid. Ich bin Paul. Ich bin derjenige, den ihr sucht. Bitte tötet... tötet mich nicht. Was sollte mich davon abhalten, Separatisten abschauen? Bitte, es sind die Stims. Die Separatisten pumpen uns voll mit dem Zeug, damit wir aufhören zu denken. Wir wollen einfach nur noch töten. Wir wurden vor Jahren gefangen genommen, 15 von uns. Ich war damals 13, die anderen waren jünger. Die Separatisten gaben uns Stims und Blaster und befahlen uns zu töten. Wir konnten nichts dagegen tun. Sie hätten uns getötet. Also haben wir die Stims genommen und... mussten fortan nicht mehr denken. Wir konnten einfach schießen und... Du kannst jetzt gehen, Paul. Ich habe schon dran gedacht, wegzulaufen, aber ich konnte nirgendwo hin. Es kostet viel Geld, den Planeten zu verlassen, und die Separatisten bezahlen uns nicht. Ich kann nicht zu meiner Familie zurückkehren. Wie könnte ich ihnen nach all dem je wieder ins Gesicht sehen? Wenn ich nur ein paar Credits hätte... würde ich diesen verdammten Planeten verlassen. Ich könnte neu anfangen. Bitte, könnt ihr mir nicht helfen?
Du musst zu deiner Familie zurückkehren. Also Credit gebe ich generell nicht. Es tut mir leid. Aber kann ich euch um einen Gefallen bitten? Nein. Könntet ihr meinen Eltern erzählen, dass ich tot bin? Ich glaube, so ist es besser. Ich werde deine Eltern nicht belügen. Bitte. Ich ertrage den Gedanken nicht, dass sie erfahren, was aus mir geworden ist. Es wird ihren Herzen etwas Frieden geben, wenn sie einfach loslassen können. Naja, mal schauen, wo muss ich jetzt hin? Nein, da geht's wieder raus. Das heißt, wir haben fast alles hier abgeschlossen. Und das in einer guten Zeit. Da vorne, was steht da rum? Och, jetzt ist er weggelaufen. Ja, anvisieren. Ja. Das hier hat den Buff noch. Mal erneuern. So. Haben wir wieder mal sozial. Hier Sackgasse? Hier Sackgasse. Hier raus? Nein. Da raus. Ja. Einfach nur noch geradeaus. Das kann ich. Geradeaus laufen kann ich. Das ist toll. Ach übrigens, wenn ihr hier den Namen lest, Silence, das ist das Vermächtnis. Das ist sowas wie Nachname. Das levelt hier unten so nebenbei mit. Dazu habe ich noch nichts gesagt, weil es eigentlich momentan recht uninteressant ist. Kriege ich halt für alles mal so ein paar Vermächtnispunkte. Viel kann man damit noch nicht machen, aber es ist viel geplant und wir warten einfach mal ab, was da noch kommt. So. Wo jetzt hin? Dahin. Der hätte mich jetzt, hat mich jetzt ganz schön runtergekriegt. Mal ein bisschen heilen. Und wir haben wieder eine Credit-Münze verloren. Es ist gut, dass das keine echten sind, denn sonst würde ich das heilen lassen. Oh, jede Menge zum Verkaufen haben wir auch bei. Ist das besser als das, was... Nee, ist dasselbe. Ansonsten... Oh, der ist ja viel besser als der, den wir haben. Haben wir einen tollen Blaster im Inventar und benutzen ihn nicht. Ups. Ach, jetzt ist der erste Mal dran. So. Ach, der lebt ja noch. Level 7. Ja, wer sagt's denn? Und schon... fast alles von den ausgeruhten Punkten verarbeitet. Ja, das zahlt sich aus, mal so ein paar Tage nicht zu spielen. Gerade für Berufstätige wird sich das auszahlen. Oder auch für Schüler. So, da ist der nächste. Bitte, Dr. Jan, bitte. Ein Moment, Daek. Angesichts des Blutbads gehört ihr wohl nicht zu den Separatisten. Was tut ihr hier? Was wollt ihr? Ich lasse nicht zu, dass ihr den Kindern etwas antut. Zieht die Schwimmsachen an, Doc. Wir verschwinden. Die Republik hat euch geschickt, richtig? Auf dieser Insel gibt es Leute, die dringender gerettet werden müssen als ich. Die Republik sollte ihre Zeit nicht für einen Einzelnen verschwenden. Und außerdem kann ich die Insel nicht verlassen. Es sind die Kinder. Sie brauchen mich. Die meisten von ihnen sind Waisen. Ihre Eltern wurden während der Kämpfe auf der Menette-Insel getötet. Ein paar von ihnen haben auf der anderen Seite Familie. Aber sie sind zu jung, um so weit zu schwimmen.
Sie brauchen alle Nahrung und Medikamente. Ich lasse sie hier nicht allein zurück. Wenn es sein muss, nehme ich euch gewaltsam mit. Wie könnt ihr so herzlos sein? Ich bin Arzt. Wenn ich den Unschuldigen nicht helfe, wer dann? Die Separatisten verfolgen blindlings ihr Ziel, während die Nahrungsvorräte von Tag zu Tag schwinden. Die Republik hilft auch nicht. Ich habe die Korruption in ihren Reihen gesehen. Die Leute auf der Manette-Insel sind ihnen völlig egal. Ich wäre vorsichtig, zu Kriegszeiten schlecht von der Republik zu sprechen, Doktor. Es wäre mir neu, dass die Republik Leute des Verrats anklagt, weil sie sagen, was sie denken. Ich bin kein Separatist, aber ich werde nicht zulassen, dass diese Kinder leiden. Ihr habt keine andere Wahl. Ihr würdet doch nicht. Ihr seid herzlos und dann auch noch vor den Kindern. Dafür keine Punkte. Das hätte ich von den Separatisten erwartet, aber nicht von der Republik. Wenn ihr mich tötet, haben alle verloren. Die Kinder werden niemanden mehr haben und ihr habt bei eurem Auftrag trotzdem versagt. Hier, bringt euren Auftraggebern diese Liste. Das alles brauchen die Kinder, um hier wegzukommen. Sagt ihnen, dass ich nicht ohne diese Kinder gehe. Ihr treibt es wirklich auf die Spitze, Doktor. Irgendjemand muss sich ja für diejenigen einsetzen, die hilflos sind. Jetzt beeilt euch bitte. Schade, und jetzt, ich dachte, ich kriege hier ein paar dunkle Punkte. Ja, die meisten jungen Menschen wissen noch nicht, was buffen ist. Denn diese ganzen Schmuggler, die ich jetzt gebufft habe, es waren ja nur Schmuggler, die ich bisher gebufft habe, hätten sich eigentlich theoretisch auch selbst buffen können. Schnell die Beute einsammeln und dann machen wir Schluss für diese Folge. So, bis zur nächsten Folge.